Ich bin Rebecca Gmeiner und komme aus Alberschwende und habe letzte Woche den Standort hier in Dresslen 650 in Alberschwende übernommen. Und das ist meine Mitarbeiterin Carina, die mich seit März unterstützt. Rebecca, wie du gerade erklärt hast, ich habe jetzt da an diesem Standort vergangene Woche eröffnet. Was gibt's denn bei euch alles? Ja, bei uns gibt's ab 7 Uhr eine Jause zum Mitnehmen. Also das heißt, ein gesundes Müsli, ein gesundes Brötle. Man kann auch ein Porridge mitnehmen, wenn man möchte. Und zudem kann man sich auch für ein Frühstück bei uns ein Plätzli buchen, wo man dann das Gaumenfreude-Frühstück genießen kann. Und ab Mittag gibt es dann einen Mittagstisch, wo es dann ein Mittagsmenü gibt, verschiedene Burger, also auch Veggie-Burger, dann nur Rindfleisch-Burger zum Beispiel und verschiedene Wraps. Und gesunde Desserts, Müslis, Salate, ja, alles, was man so in der Gaumenfreude halt kennt. Gibt es so einen vergleichbaren Imbiss schon mal im Bragatzer Wald? Also so wie wir das gestalten, würde ich jetzt sagen, sind wir einzigartig. Also ich glaube nicht, dass es noch jemanden im Wald gibt, der sowas macht wie wir. Machen denn ihr alles selber? Bereiten ihr alles selber vor? Also wir kochen ganz, ganz viele Sachen selber. Also wir verwenden sehr alte Erdbeeren, wo jetzt schon fertig wäre, vielleicht mal ein Sößle oder sowas. Aber wirklich, der Rest machen wir alles selber. Also wir beziehen unsere Lebensmittel, gerade zum Beispiel das Fleisch, von verschiedenen Bauern aus der Region, gerade vor allem aus dem Bregenzer Wald. Und wir kaufen jetzt unser Fleisch nicht in einem Großhandel, sondern probieren wirklich, dass wir das von da beziehen. Ich habe quasi in 30 Tagen diesen Imbiss grundsaniert und alles auf Vordermann gebracht. Wie ist denn die Eröffnung vergangenen Samstag abgelaufen? Ja, also ich habe mich wahnsinnig fest gefreut. Es sind sehr viele Bekannte für uns gekommen. Kunden, die ich vorher auch schon kennt habe, die mich besuchen gekommen sind, die uns Geschenke gebracht haben, die sich wahnsinnig mit uns gefreut haben. Es sind auch viele Leute gekommen, die ich nicht kennt habe. Das macht natürlich auch den Standort aus, würde ich sagen, weil natürlich viele vorbeifahren und sagen, boah, hoppala, da gibt es was Neues. Und haben dann auch gleich unsere Burger ausprobiert. Und wir sind schon ziemlich ins Strudel gekommen, weil einfach sehr, sehr viel los war. Ja.